sagt er das also. Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Mein Gott, ist das ein Arsch. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Darf ich jetzt? Ah, cool. Weil euch, beziehungsweise mir ist auf jeden Fall was aufgefallen. Schaut mal hier oben rechts, hier ist da. Das ist ein Spiel, was ich auch vorhabe, irgendwann mal zu Let's Playen. Jetzt will ich aber bald hier erstmal Shank spielen und mal ein bisschen was Actionreicheres. Mal gucken, was da noch kommt. Vielleicht sogar ein Strategiespiel. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich das ja auch vor, noch zu spielen hier. The Whispered World. Soll super toll, super cool sein. Und was weiß ich, was es eigentlich alles sein soll. Ich habe auch den Anfang, die ersten 5 Minuten schon mal gespielt, um so ein bisschen reinzugucken, Grafikeinstellungen und so weiter. Kommt mir schon sehr geil vor. Aber auch schwer, aber wieder geil. Also das hier ist ja auch irgendwie so eine Mischung aus beiden, aber ein bisschen unausgegoren, während das hier ja schon sehr gut sein soll. So, wollen wir das Tagebuch finden, das ist es bestimmt. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles... Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine... Wir sind jetzt hier hingekommen, um das scheiß Tagebuch zu finden. Ich klicke auf das erste offene Buch, was ich hier in dem scheiß Raum finde. Das ist es schon. Und jetzt kommen wir hier nicht raus. Das Spiel macht mich fertig. Das macht mich nur fertig. Erstmal. Ja. Okay, kommt. Ich verschone euch mit dem Speichern. So, das hat jetzt eine Weile gedauert. So, Fenster. Da kommen wir sicherlich raus. So. Naja, nicht. Was? Fenster. Es ist zu. Ja, ich hab's mit Edna ehemals aufgemacht, Alter. Mach die scheiß Fenster auf. Gibt's hier noch irgendwas, was ich. Nee, Fenster. Kann man denn hier. Alfred kann ich mitnehmen. Ja, gut. Dann. Was das? Ach, ich muss die ganze Zeit aufstoßen wegen diesem scheiß Kaffee. Ja. Padapa. Können die da rein? Klopf mal. Ist Alfred nicht ein Oberkotz? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Edna, warum machst du es nicht wieder später? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit... Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf, aber dein Plan hat auch was. Ja, das habe ich ja vor. Also klopf. Ja, bitte? Komm mit, Harvey. Also, hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Ja, ich bin aus dem Fenster geklettert. Hey! Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf. Ich suche im Obergeschoss. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein Wahnsinn... Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zu leiden. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben, aber ich habe ein wenig Angst. Ach, ich darf jetzt Harvey, Dingsen. Okay.
Alright, 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 alright. Aus dem Tyrann, stopp, 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 stopp. Okay, ich kann eigentlich, ich kann hier nichts nehmen. Da ist nix. Du. Schock. Mathis bringt Kinder um. Oder was? Ist jetzt hängen geblieben, oder wie? Passiert jetzt noch was? Oder? Ah! Edna, Edna, Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt. Mathis ist doch dem. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er stand am Herd und... Hat Kinder... Merkst du nicht selbst, wie abs... Ich muss mich... Such einfach... Ich hab's doch auch gesehen. Strange. So, eine Sache weiß ich natürlich, weil ich ein persönliches Kommentar von jemandem bekommen habe, der das Spiel schon durchgespielt hat, der mir sagte, ich werde hier so drei so Dinger sehen und dann gäbe es zwei Enden. Mich der Reich hat er mir nicht gesagt. Edna, Edna, Edna! Aber... Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mathis verheizt Kinder. Nein. Komm mit. Ich... Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut? Langsam bist du der... Wie kann ich mich denn... Was wollte ich jetzt sagen? Ja, es gäbe zwei Enden. Das heißt, wir dann nachher speichern, wenn... Gibst du mich kurz? Ist. Na klar. Nach der dritten Horrorvorstellung soll es sein. Also ich weiß nicht. Krasser Scheiße, Alter. Was ist denn jetzt? Ich... Na komm schon. Wir gucken... Siehst du? Hier, ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempo morgen... Nein, es... Starten wir noch einen... Okay, jetzt speichere ich eben nochmal. Das werde ich wieder überspringen für euch. Okay. Jetzt habe ich einfach das Ende übersprungen. Das war natürlich sehr klug. Ja. Moment. Ich habe jetzt gespeichert und jetzt muss ich überlegen. Zwei Enden gibt's. Ich will euch beide zeigen. Am besten. Okay, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Jetzt habe ich natürlich vorhin gesagt, wir brechen das nochmal ab, aber jetzt gehe ich hier, jetzt machen wir das jetzt zu Ende. Das ist ja wohl nicht mehr so lang. Huss! Shocking. Aber wo ist denn dann das alternative Ende? Edna, hilf mir! Was hast du diesmal? Ich sah Mathis. Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der... Bleib du hier. Ich sehe... Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Oh, entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine... Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Netter zu Alfred. Ha, dass okay. Ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist... Was sollten überhaupt diese ganzen Lügen... Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache... Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie. Schon... Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey, dir kann man doch gar nicht böse sein.
warte! Ah! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu... Tu nicht so! Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred! Bitte! Hilf mir, Edna! Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn. Was? Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Stopp jetzt mal. So will ich das aber nicht hier. Das ist jetzt... Das ist so... Ich hab doch hier noch eine Wahl, oder nicht? Gibt's nicht zwei Enden, Schnurp? Oh mein Gott. Achso, das war's jetzt. Jetzt denn, ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Ja... Du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der... Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität! Sieh doch, er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand. Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Was soll ich denn bloß... Ah, jetzt habe ich hier... Ach du Scheiße, das werde ich aber nachher alles überspringen, ne? Dann beim zweiten Ende. Ich höre mal jetzt... Also, wir nehmen das zweite Ende, was ich jetzt bevorzuge, weil ich ja Harvey lieb gewonnen habe. Werde ich das zweite Ende bevorzugen. Also das zweite Ende ist dann das abschließende Ende, damit das hier alles endet. Also, ist euch schon klar. Das, was ich jetzt mache, ist eigentlich das, was ich nicht machen würde, wenn ich jetzt nur ein Ende haben wollen würde. Toll, das war ja. Edna ging zurück in die Anschauung und bekam einen Charakterpointier. Ihr neuer Name ist Alfredine. Ach du Scheiße, ihre Lieblingsbeschäftigung ist abwaschen und Akten sortieren. Nein! Dr. Marcel gab seine Karriere auf, kaufte sich ein Hausboot und holte auf seine alten Tage noch olympisches Gold im Profiangeln. Hoti ging nicht zurück in die Anstalt. Er begann eine Karriere als Bankräuber. Nachdem er einen Bankangestellten erschoss, stellte er sich den Behörden. Alu wurde schließlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Lichtwesen. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn getroffen hatte.